Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Samstag, den 28. Juli. Frank Brümmer, Andreas Kalusche und Pierre Bramstedt haben den Filmpalast gekauft. Am Donnerstag unterzeichneten sie den Vertrag mit Kinobesitzer Holger Glandorf. Wenn der seinen Neubau am Hafen im nächsten Jahr fertiggestellt hat, übernehmen sie das über 100 Jahre alte Gebäude, das zu einem Dienstleistungszentrum werden könnte. Ein Stallgebäude an der Hauptstraße in Stöckse ist Freitagnachmittag komplett ausgebrannt. Rund 170 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr haben durch ihren schnellen Einsatz das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert. Die Brandursache und Schadenshöhe konnten Polizei und Feuerwehr noch nicht angeben. Es ist heiß, es gibt keine Wege, Granatenblindgänger lauern im Boden und überall steht der Wald in Flammen. Mit diesen Einsatzbedingungen sind 52 Kreis-Nienburger Feuerwehrleute der Wehren Stolzenau, Hoja, Bohnhorst, Steierberg und Rodewald in der schwedischen Gemeinde Elfdalen konfrontiert. Seit Montag sind sie gemeinsam mit einem Team des DAK-Kreisverbands Nienburg vor Ort. Samtgemeindebürgermeister Walter Eisner ist längst im Rentenalter, aber er ist noch immer Chef der Liebenauer Samtgemeindeverwaltung mit rund 75 Mitarbeitern im Rathaus, in den Kindergärten und im Bauhof. Sonnabend wird Walter Eisner 70. Kein Verwaltungschef im Landkreis Nienburg ist so alt wie er. Selbst in ganz Niedersachsen ist er ältester hauptamtlicher Bürgermeister. Die Praxis des Allgemeinmediziners Dr. Leonard Mattei im Lavelsloher Ärztehaus ist geschlossen. Damit gibt es in Diepenau keinen Arzt mehr. Auch wenn zahlreiche Praxen in erreichbarer Nähe sind, ist das Ziel der Kassenärztlichen Vereinigung sowie von Rat und Verwaltung, wieder einen Arzt ins Lavelsloher Ärztehaus zu holen. Zum Sport. Einst spielten sich Daniel Fromme und Benjamin Hillebrand bei den Oberliga-Handballern der HSG Nienburg die Bälle zu. Mittlerweile haben sie ihre Karrieren beendet und suchen neue sportliche Herausforderungen. Eine haben sie gerade gemeistert. Gemeinsam starteten sie erfolgreich beim Triathlon in Hamburg. An diesem Wochenende wird die erste Runde in den Fußballpokalwettbewerben ausgetragen. Im Bezirk trifft der SC Haßbergen auf den Landesligisten SVBE Steimke. Außerdem empfängt Drakenburg Esdorf Leseringen. Beide Partien beginnen Sonntag um 15 Uhr. Im Kreispokal finden 16 Begegnungen statt. Den Auftakt machen am Sonnabend um 15 Uhr Nendorf und Hoja. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Samstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.